Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir die Erdprüfung sozusagen begonnen. Und ja, geht zum Altar in den Tiefen. Jetzt nehme ich mal an, da unten kommt der eine Typ, gegen den wir wahrscheinlich kämpfen müssen. Ja, vielleicht haben wir ja schon alles erledigt. Wir haben den Minotaurus erledigt, welcher aber nicht so stark war. Und ich möchte mal kurz hier was machen. Und zwar Wunder des Lebens. Du kannst einmal pro Kampf verhindern, dass jemand K.O. geschlagen wird. Frage mich nur, wie man das machen kann. Also ja, da brauche ich dann hier nicht. Da brauche ich nicht. Da brauche ich nicht. Immer das. Vielleicht bringt mir das ja was im Kampf. Und ich greife mir mal ein Rezept rein. Die Verteidigung erhöht wahrscheinlich. Ja. Wie immer also. Meine Überlebenschancen zu erhöhen. So, was kommt hier? どうやらうまくいったな。悲しい氷魔だった。エドナちゃんがメンチでビビらせてどうなるかと思ったが、さすがに反省したみたいだよ。反省した。なかなか珍妙な同志一行だな。で、 試練はクリアってことでいいの？うん。同志エドナちゃん、祭壇に祈りを捧げることだ。それ、エロの悪影響は出てないか？え、そんなのあるのか？あるのか？ どう、エドナ。力を感じるわ。行くのかな。うん、ありがとう、パワントさん。何事も事象の前には原因がある。それを理解し、よく考え、そして進め。答えを合わせるな。同志の童貞は 世界に渦巻く情念の根本を理解することから始まるとしれ。はい、ありがとうございます。やっとまともな助言。キューピー。バカな。キューピー。でも礼は言っとくわ。Ich Pascal gesagt in der japanischen Version. それじゃ。Yo. Titel hochgestuft und Erdrevolution. Ja, das ist die Mystik gerade nämlich an, ne? Ja. Okay, das war einfach. Ich dachte, da kommt noch was. Das splitterte Orange ist neu, ne? Ja. Aber jetzt erstmal rein. Hochgestuften Dingern. So. Immer noch 8 Dinger. Ja, ne? Jetzt müsste unsere Domäne ja wieder ein bisschen, also der Domänenwiderstand ein bisschen stärker geworden sein. Ne? Das heißt ja, dass wir bestimmt durch diese Brücke gehen können jetzt, ne? Und Platsch. Okay. Möchte mich mal zu Alfreds Jagdrevier hier hinballern. Weil da waren ja noch diese zwei Typen. Also eine Typin und ein Typ. Und ich kann ja mit denen jetzt irgendwas machen. War anscheinend nicht. Du, geh weg. Ich glaube nicht, ne? Nö. Du bist sowas von ein Herrscher des Landes. Die eine ist wahrscheinlich eine Frau, in der er sich verliebt hat und deswegen tut er nirgends so einen Segen irgendwie verbreiten. I call it. Also mach dich schon mal bereit, das Telefon anzunehmen. So, dann.
guck mal erstmal in jeder Stadt noch mal nach, falls sich ja irgendwie, weiß ich nicht, Quests oder so aktiviert haben. Man weiß es ja nicht. Ja, ne, so vielleicht das Gasthaus benutzen. Also hat sich irgendwie von den Nachrichten hier was geändert. Jetzt müssen wir erst einmal abwarten. Okay. Ich kann Probleme sein, aber erst hat es nie Probleme gemacht. Viele Taschenliebe. Polizeibrutalität, was? Ja, der ist an der Camelot-Brücke. Wahrscheinlich ist er schon wieder weg, wenn wir da sind, ne? Hier scheint auch nichts zu sein, glaube ich. Er soll nicht mehr ein Party damit verschwenden, hier durch die Städte rumzurennen, ohne dass irgendwie was hier ist. Ich glaube, wir mal hier an so ein paar Schlüsselorten nach. Was sein könnte, hier oben vielleicht. Ist aber nix. Gucken wir mal bei Dingens Pendrago nach. Fast. Und dann Gododin noch mehr, mal ja nicht. Ich kann versuchen, das eine Vieh, ich warte mal. Mal hier. Andauernd hier habe ich was. ええ。天族には2種類あるって。天族として生まれたものと人から天族になったもの。人が天族に転生することがあるわけだ。ええ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 
Dann habe ich mir neue gekauft, Apfelgummis bei den Sperlingsfedern. Habe die wieder hier so als Gaben abgegeben. So zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zwei Sperlingsfliegen. Okay, ja, jetzt wird es glaube ich ein bisschen einfach. Wenn wir da weiterkommen. Wo ist er nochmal hier? Brücke. Wir könnten ja versuchen, nur einige Bosse hier fertig zu machen. Aber machen wir erstmal so ein bisschen weiter. Ich glaube, aber wenn ich irgendwo merke, dass ich eine Quest verpasst habe, ich werde immer so Rose so nachfragen. Mit der immerhin 8 Quests hier noch. 8 Sachen hier. 4, 8. Und immer werde ich dann merken, wenn da was wegfällt. Da komm schon, ich kann jetzt hier durch, oder? Nein, was? Okay. So, langsam. Okay. Ich gehe jetzt trotzdem hier durch. Weil ich muss wissen, was hier los ist. Und ja. Gut so irgendwie, wenn wir nur nicht so langsam werden, ne? Den Gegner müssen wir natürlich wieder flüchten. Ich mach schon mal den hier. Also irgendwas muss ja hier sein. Vielleicht müssen wir auch einfach nur hier durchgehen. Ich komme ja, ich kann mir aber nicht vorstellen. Ja, das ist natürlich sehr gut. Krieg Schaden einfach so. So, 121. Okay, gut. So, gehen wir mal da lang. Als würde eine Sirene irgendwo sein. Okay, das sieht schon mal so aus, als könnte ich ja nicht vorbei. Ist eine Truhe oder kann ich da durch die Mitte durch? Da ist ein Gegner und ich höre schon, wie das Viech näher kommt. Schlag. Sein Gegner. Ja. Ich habe von denen irgendwie nicht gesehen, ob sich das bewegt hat. Ach. Da können wir durch, glaube ich. Oh, ich glaube nicht, da ist so ein Ding im Weg. Oder ist das eine Treppe? Oder ist eine Treppe, oder? Vielleicht müssen wir ja durch, ich weiß es nicht. Weil ein Schrein ist hier nicht in der Nähe, das ist ja. Ich habe schon wieder keine Ahnung, wo ich hin muss dann. Okay, da ist eine Treppe, gut. Vielleicht müssen wir echt so hier durch, weiß ich nicht. Wind und Wasser schreien, Wind und Wasser schreien. Einer ist da irgendwo in der Nähe des Meeres. Hallo? Ich geh noch mal, ne? Wirklich so geplant hat, wir einfach so an dem vorbeilaufen. Der kann uns klauen deutlich sehen und der macht echt nichts, uns aufzuhalten. Das sieht schon so aus, kann ich ja nicht vorbei. Okay. Oh Mann, geh weg. Ja, ich war voll geheilt.
Bin aber gut, dass Zorei auch nicht so in den Kampf stürmt. Also ich hab schon gesagt, wenn ihr Schätze und so sind, dann ignoriere ich die erstmal. Boah. Das wartet ja ewig. Wieso werde ich nicht hochgehalten? Bin jetzt so langsam. Ja, okay, ich laufe, ne? Ich gehe. Ich renne ja nicht, ich gehe. Also wird da wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Da sehe ich schon, da komme ich nicht vorbei. Weil ich forscht, ob wir hier durch müssen. Aber da geht gar nicht weiter, super. Der Treppe, oder? Nee. So, wo müssen wir denn dann hin? Das ist jetzt die Frage. So, ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Müssen wir wieder zu dem Versteck hier zurück und gucken, wo wir hin müssen. War irgendwo noch eine Domäne, wo wir nicht durch konnten? Ich finde einfach wie beim letzten Mal raus, wo ich hin muss. Festungsschlucht, war ich da schon? Bestimmt zum Schlachtfeld oder so. Muss ich jetzt hin? Wieder falsch Richtung. Diese eine Höhle können wir auch nicht mehr in der Nähe des Assassinen-Verstecks. Was? Ist auch noch eine Domäne, stimmt. Ah, was ist denn das? Also man könnte meinen, ich komme jetzt hier durch ein paar Sachen durch, ne? Aber scheint nicht. Kann man aber glaube ich nicht durch dabei noch. Immer denn von da hinten aus von Drago und so ja, war glaube ich nichts mehr. Ich glaube östlich war halt. Immer müssen wir ja zurück nach Damensee, ist so meine nächste Vermutung, dass wir dahin müssen irgendwo. Lamorak-Höhle kommt man nicht weiter, weiß ich. Da steht dann noch irgend so ein Seppel irgendwo im Weg. Steht immer noch einer im Weg. So nicht. Das ist Tales of Symphonia all over again. Ich keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Stand nicht auf dem Ding, dass dieser Karte hat noch irgendeiner in Efrids Jagdgewehr ist. Ich habe schon wieder Jagdgewehr gesagt. Warum kann ich das nicht aussprechen? Was soll das? Sind die Dinger, die wir schon abgeschlossen haben, jetzt durch. Warte mal. Efrids Jagdrevier. Ja, das ist jetzt weg. Okay. Gleffet-Senke. Ja, da. Seehaferöl. Ja, da komme ich ja nirgendwo hin. Das ist ja blöd. Galahad-Ruin. Mal da, ich da was machen kann. Den Kindern oder irgendwie so.
Na, wie hängt da? Kann man mal umsonst ausruhen. Warum nicht? Ich weiß aber, wo sich die Dinger befinden. Ich weiß nur nicht, wie ich da hinkomme. Das ist ein Problem. Letztes Mal habe ich herausgefunden, wo ich hin muss. Nachdem ich gesehen habe, da ein Fragezeichen war bei der Wiese des Triumphes. Popo. Ich auch mal gucken, ob da irgendwo noch was ist. Höhle. Im Felssackenjoch. Ja, hier wird nicht mehr viel passieren. Tut mir leid. Ich versuche herauszufinden, wo wir hin müssen, aber will nicht. Also was, da unten ist noch so ein Viech, das ich glaube ich noch nicht fertig gemacht habe, ne? Also wir sollen nichts anderes jetzt zu tun, da gucke ich lieber auf Screen nach. Ich muss anstatt hier Zeit zu verschwenden. Vorhin schmerzigler Bosse als Hamgata. Oder ich könnte vor Layla hier versuchen, den Ding zu machen. Oh hi. Aber das Viech da oben. Den knöpfen wir uns vor. Dann gucke ich irgendwie auf Screen, ob ich den Weg finde, wo wir hin müssen. Ja, in der einen Höhle ist ja auch noch so eine Schlange, ne? Das Level ist die, ich glaube, die ist ein bisschen stärker gewesen, ne? Das letzte war auch 57, so, ne? Ja, das hier ist das Viech. Warte, ne, die haben wir erledigt. Alter, ist die stark. Warum ist denn die so stark? Einfach so. So, mein Gott, sind da viele Gegner, sehe ich gerade. So, versuchen wir mal unser Glück. Ich kann halt nicht essen. Ach, ich habe den Effekt noch an, ne? Stimmt. Wir hatten ja noch gar keinen Kampf, glaube ich. Naja. Millionenfüßler. 52. Ja, den könnten wir schaffen. Er besteht ja nur aus Beinen, aber mehr Beine bedeutet nicht, dass du stärker bist, du Trottel. Das sieht einfach nur dämlich aus. Normalerweise ist es konstruktiver anzunehmen, die vielen Beine hätten einen Zweck, dann sieht man weiter. Vielleicht kann er mit seinen Beinen gut Mauern erklimmen. Alter, hat deine Angriffskraft. Nein, nicht Edna. Bin so gefährlich. Alter! So nimmt sich immer ihre Ziele aus, ne? So fest wie wir, Junge. Ja, boah. Mit echt diesen Abwehrdingens hier ausrüsten, habe ich das Gefühl. Dass meine Bedrohlichkeit hier stärker wird. Ich Abwehr. Das gibt's doch nicht. Was, er geht ja nie auf mich los. Ich muss den immer hinterher rennen. Und die mich auch angreifen. Hat er Angriff, geil. Mach her. Ja, beide amortisiert, da kann jetzt nicht so viel passieren. Heil dich hoch. Sehr gut. Ja, ich mach ich fertig. Und dann sei betäubt irgendwie. Heil dich hoch, heil dich hoch.
Jero ruft hier Verstärkung, ey. Nein! Lisa, du greifst sie nicht an. Oh, sehr gut. Okay, Miklo, Edna und eine anomale Kuh natürlich. Wieder ein Boss geschlachtet. Florita-Band. Ja, wenn man so wesentlich stärker. Na, mal wollte ich jetzt gucken. Ach so, ja. Edna und Mikleo. Erschütterungsstoß. Und Fallstoß, okay. Habe ich nicht. Ich hab Steinstoß, okay. Und du hast Strudel gelernt. Ah, was gibt's denn noch Neues hier zu lernen? Schon wieder ein Titel auf 10. Wie macht die das? Okay, wieder ein Boss zerhackstückelt. Bin ich zufrieden. Wir sind etwas neu erreicht. Ja, und dann guck ich mal so, ob ich den Weg finde, wo wir ihn müssen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Sehr gut. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.